Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier mit unseren Kiddos. Ich glaube, die habe ich letztes Mal auch umgestylt gehabt, privat noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also schon. Ich weiß es nicht, wieso ich immer so lange brauche, um halt den neuen Part aufzunehmen, aber ich tue es anscheinend. auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die umgestylt. Und die sehen eigentlich ganz schnuckelig aus. Ja, genau. Was macht Brand denn hier? Ach, das ist der Brand, mit dem wir geschlafen haben. Der andere Brand, mit dem haben wir noch nicht geschlafen, oder? Moment, das ist wichtig. Sieht nicht so aus. Vielleicht könnte das unser nächstes Opfer werden. Wäre eine Idee, oder? Nein, mal gucken. Ich werde jetzt keinen direkt hier... Also bestimmen, mit dem wir jetzt dieses Kind zeugen. Weil das passiert wahrscheinlich eh nicht. Weil Pläne und ich, wir passen nicht immer so ganz zusammen. Was ein braver Junge, er möchte hier arbeiten in seinem Leben. Wow. Wieso hat er beide Projekte angefangen? Why? Why? Aber er kann ja seinem Bruder helfen, damit die dann gleichzeitig das lernen, oder? Ist doch sinnvoll, oder? Moment, dann gerade Level 3. Wow. Und die muss mal gewaschen werden. Gut, dass Mutti gleich da ist. Warum flackert mein Bild? Hilfe. Was passiert mit dem Licht, dass es so abgeht gerade? Welp. Wenn ich dich sehe, muss ich kotzen. Okay, Girl. Okay. Oh, lol. Girl kann gealtert werden. Wow. I love you. Wieso? Wieso? Und Urs ist auch gleich soweit. Das ist doch nice. I love it very much. Ich meine, wir müssen nochmal einen neuen Kuchen backen dann für ihn, aber... Ja. Woo! Wieso ist eine Fliege in meinem Zimmer? Ich raste aus. Sie ist ordentlich... Und motorisch. Okay, dann koch mal nochmal einen Kuchen, damit wir unseren coolen Sonnenbrillenträger auch altern können. So, ich bin soweit. Und auch dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Of course. Yay, und du bist Recycling-Fan. Woo, I love it. Und du bist sozial. Oh mein Gott, sind das viele Geschenke, Hilfe. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Der Create a Sam! Liebe es zu kochen. Das ist schön für dich. Du hast es trotzdem nicht selber gekocht. Nur so, ne? Falls du es noch nicht verstanden hast. Ganz im Ernst, es ist einfach unrealistisch, so oft wie das passiert. Dann sind wir ja ganz alleine zu Hause. Mensch, wann ist das zuletzt der Fall gewesen? Wir haben ziemlich viele Einflusspunkte mittlerweile. Dann können wir auf jeden Fall abstimmen beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, was halt dann kommt. Was ist denn gerade eigentlich drin? Umweltfreundliche Geräte. Ach ja, da war ja was. Freie Liebe, dafür müssen wir unbedingt stimmen, Alter. Das ist wichtig für uns. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber es ist einfach so schön, nicht mehr alles einzeln verkaufen zu müssen. Sie kriegt sogar bald ihr Kind, cool. Aber wisst ihr, was ist, wenn sie jetzt Zwillinge kriegt? Dann habe ich gesagt, sie kriegt ihr Kind. Also, dann habe ich gesagt, sie kriegt ihr Kind. Mein Brain ist komplett done auf jeden Fall.
Ah, wenn sie Zwillinge kriegt, dann hätten wir 50 Kinder, das heißt Halbzeit. Und ich habe gesagt, bei Halbzeit wird sie Geburtstag haben. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Melody eine nicht mehr junge Erwachsene ist, sondern Erwachsene? Oh mein Gott. Mein Baby. Alle Kids machen Hausaufgaben an einem Platz. Schön. So muss das. So finde ich das nämlich richtig süß. Und Moody denkt sich so, ich sitze vorm Fernseher und denk an meinen Herd. Wuhu. Lol, als ob die Wehen jetzt einsetzen. Huch, es kam so unerwartet irgendwie. Aber naja, oh, nicht im Command Center. Baby in Krankenhaus bekommen. Ich möchte gerne mitmachen und ich gehe alleine. Trefft mich, wie ich schon 2 Minuten im Ladebildschirm hänge. Danke, dass es vorbei ist, aber es war trotzdem viel zu lange. Okay, sie ist gerade eben mal kurz tot umgefallen und es steht jetzt wieder, aber ja. So ist das Leben halt, ne? Also bei Junge V. Und sonst random. Okay. Hey, Mädchen! Allison finde ich süß. Das heißt, sie hat nächsten Part Geburtstag. Leute, ich bin nicht bereit dafür. Ich kann das nicht. Wir nennen ihn Vincent. Wir sind Halbzeit. Das gibt es doch nicht. Melody. Oh mein Gott. Und das gibt's doch nicht. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sie sich halt vor ihrem Geburtstag nochmal ein Tattoo stechen lässt. So, um halt ihre Jugend nochmal so, you know, so in Erinnerung zu behalten und so. Deswegen werde ich da jetzt gleich einfach mal, wenn wir zu Hause sind, nochmal gucken, was wir da für ein cooles Tattoo ihr geben könnten. Vielleicht auch nur was Kleines diesmal. Weil ich meine, ihre Tattoos, die sie jetzt hat, sind ja schon recht groß. Ich meine, auf dem ganzen Oberschenkel verteilt und dann nochmal der ganze Arm. Ist halt schon krass. Also klar, Leute sind noch viel krasser tätowiert und so, aber würde man jetzt bei so einer Mami meistens ja nicht so krass erwarten. Was nicht heißen kann, dass man das trotzdem machen darf und so. Aber sieht man halt einfach nicht so häufig. Deswegen, ich würde jetzt sagen, sie kriegt jetzt noch was Kleines, um sich halt an ihre Jugend zu erinnern. Deswegen gucken wir mal, was wir. Ich habe nämlich neue Tattoos runtergeladen und deswegen könnte schon was Süßes bei sein, oder? Hoffe ich. Was halt zu ihr passt vor allem. Ich fände halt was hier oben halt süß irgendwie. Oh, das ist süß. Das wäre sogar genau an der Stelle. Was soll das? Oder so am Handgelenk. Wie süß wäre das? Oh mein Gott, warte. Ich gucke mir noch die restlichen Orte an. Weil das ist schon echt süß. Nee, ich finde das ganz süß, so am Handgelenk hier. I like it very much. Ist mir unter Armes Handgelenk genau, aber ist mir jetzt gerade egal. Wir nehmen das so. Ich finde das süß. Okay, Sonntag werden die Babys zu kleinen Kindern. Muss ich ja merken. Schreibe ich mir gleich auf. Die Abstimmung wurde eröffnet. Dann machen wir das auch mal eben. Bevor ich das dann nächstes Mal vergesse. Haha. Ich meine, wir haben ja nächstes Mal viel vor, wenn sie Geburtstag haben soll. So, und wir stimmen. Mit voller Power stimmen wir hierfür. Es gibt keine andere Wahl hier. Wir wollen freie Liebe. Also Saft für alle klingt auch ganz gut, to be honest. Aber, ja. Aber alle Sachen, die hier gerade weit vorne sind, die sind alle ziemlich gut. Also alle Sachen, die hier generell drin sind. Weil das mit dem Wasser, wie gesagt, das ist das Schlimmste auf diesem Planeten. Und die anderen eventuell auch Einflusspunkte? Nein, nein. Schade. Weil ich hätte gern noch mehr hier gewotet. Oh, durchs Reparieren kriegen wir auch Einflusspunkte. Das ist eigentlich cool. Wegen unserer Dingens, ne? Wie krank sieht das gerade aus, Alter? Was passiert da mit dieser Lampe? Soll das so sein? Ich glaube nicht. Das sieht nicht richtig aus. Aber ich würde sagen, ich beende dann auch hier mal wieder die Folge. Denn ich bin müde und ich möchte gerne Haier machen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!